Hallo, hier ist Janiboy von Creative HD Gaming. Dies ist ein kleines Infovideo zu dem neuen Modern Warfare 2 Patch, der rauskommen wird. Falls ihr es noch nicht gehört habt, wisst ihr jetzt Bescheid. Der Patch nennt sich Patch 1.12. Der jetzige Modern Warfare 2 Patch nennt sich Patch 1.11, also 1.1. Und ja, das ist ein kleines Infovideo, dass ihr alle mal Bescheid wisst. Ja, ich habe mir hier einiges aufgeschrieben, ganz wenig eher gesagt, was ich euch dann nun auch sagen werde über diesen Patch. Also erstmal, was wird dieser Patch tun? Also hauptsächlich ist der Patch dafür da, damit die Challenge-Lobbys gepatcht werden, also die Modded-Lobbys in Modern Warfare 2, weil, wie euch sicherlich allen aufgefallen ist, ist jede dritte Online-Lobby gehackt und ja, das geht dann nach einer Zeit tierisch auf die Nerven. Und ja, da hat Infinity Ward jetzt mal endlich eingegriffen und hat sich da mal Gedanken gemacht und gesagt, ja, jetzt bringen wir mal einen neuen Patch raus, was ich sehr gut finde. Das heißt so viel wie, dass es keine Challenge-Lobbys mehr gibt, also alles ganz normal wieder ist, wie früher. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert mit den Leuten, die alles frei haben, beziehungsweise 11th Prestige sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie alle auf Level 1 resetten. Ob die jetzt nur die Hacker resetten oder direkt die ganze Community, das weiß halt keiner. Also ich hoffe, dass sie jeden, also wirklich jeden auf Level 1 setzen und das dann ein komplett neues Spiel ist. Weil Modern Warfare 2 hat wirklich Spaß gemacht, auch mit dem Quickscope und so. Und diese Modded Lobbies waren am Anfang vielleicht lustig, aber jetzt ist es wirklich langweilig. Natürlich werden Leute wie Derek Trotter, Elite Mossy oder sowas auf jeden Fall wieder irgendwas erstellen, damit man irgendwelche Patches machen, damit man wieder hosten kann. Das ist kein Problem. Aber, da wir jetzt alle auf FireWire 3.5.6 sind und nicht sehr viele eine zweite Playstation auf 3.4.1 haben, wird es keine, ich nenne sie jetzt mal Noobs geben, die mit der Custom Firmware hosten, also die nur dank der Custom Firmware hosten, da es ja keine für 3.5.6 gibt. Und auch wenn es eine gäbe, gäbe es noch keinen File Manager oder FileZilla, um die Patches zu wechseln. Deshalb würden nur die Leute Challenge Lobbys hosten können, die eine zweite Playstation auf Firmware 3.4.1 haben, um dann den Patch auf dieser PS3 zu wechseln und dann einen Datentransfer zu der PS3 zu machen, die neueste Firmware drauf hat. Ja, dann ist Challenge Lobby Hosting wieder was Besonderes. Vielleicht verdient der eine oder andere ja auch wieder Geld mit, weil ja, früher hat man ja sogar dafür bezahlt, um in eine Challenge Lobby zu kommen. Und ja, die guten alten Zeiten kommen zurück. Und ich freue mich eigentlich sogar, dass sie das machen. Und eigentlich hoffe ich auch, dass es keiner hinbekommt, wieder ein Modded Patch zu erstellen. Aber das wird leider 100% passieren. Also, dann noch, warum wurde dieser Patch gemacht? Ganz klar, damit die Hacker gestoppt werden und aufhören. Ich denke mal, dass dasselbe für Call of Duty 4 rauskommen wird. Also, das ist ja auch von Infinity Ward und ich denke, da werden die sich auch Gedanken machen, was sie da tun. Ja, das war's eigentlich zu dem Infovideo. Ich weiß nicht, wann dieser Patch released wird. Wenn ich was Neues weiß, werde ich es in die Beschreibung schreiben. Ja. Und ja, ich denke, dass es nächste Woche rauskommt. Welcher ist heute? Der 16.2. Ja, ich denke, das ist so am 23. Irgendwie sowas wird der neue Patch draußen sein. So, das war ein kleines Infovideo zur neuen MW2-Patch, der rauskommt, 100% rauskommen wird, weil der schon angekündigt wurde. Und ja, ich hoffe, ihr seid informiert und nicht traurig sein. Normal zu spielen ist auch ganz lustig. Gut, dann hoffe ich konnte euch kurz informieren. Bis zu den nächsten Videos. Euer Janiboy. Tschüss.